Okay, wir versuchen es nochmal. Bitte. Und ich und den Ersatz doch und wohin in Potsdam? Okay. Bis später. Ich gebe den jetzt nochmal das Ich habe hier die Geschenk eingeben. Adresse. Was? Schauen wir mal, was passiert. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus. Da ändert sich nichts. Was ist denn, wenn ich den Katzen jetzt Espresso gebe? Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Und jetzt? Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Eingeben. Adresse. Was? Ah. Frankierung wird. Ja. Fehler, das Paket ist einfach überfrankiert. Pakete mit Frankierungsstufe 2 sind ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, hehe, ein mittelschweres Paket wird verschickt. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. Ich weiß immer nicht, worauf das jetzt hinausläuft. Da. Wenn ich der anderen Katze jetzt auch Kaffee gebe, wird die auch ganz schnell, ne? Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Und wenn ich ihr noch mehr Kaffee gebe? Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Okay, das mache ich jetzt hier auch. Hey! Der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager. Was? Ja, jetzt kann ich es noch mehrmals probieren. Ich weiß nicht. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutschein geben. Okay. Adresse. Mhm. Versand. Mach mal. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ein leichtes. Hä? Taube aus Klein. Okay, dann versuche ich jetzt mal. Okay, warte mal. Dann geben wir jetzt der Katze hier Narkotikum. Und schon läuft sie wieder mit. Und noch ein bisschen Narkotikum. Und wenn ich jetzt, was ist, wenn ich hier noch mehr Narkotikum gebe? Naja, wir wollen es mal nicht. Ah ja, okay. So, dann gehen wir jetzt hier nochmal hier, Postbote. Ich habe hier diese. Dann müsste das ja jetzt völlig. Geschenkgutscheine verifiziert. Überfrankiert werden. Was? Und. So. Frankierung. Ganz viel Knickerfolie. Fehler. Das Paket mit Auffüllung. Ja.
Knick, knicke ein schweres Pack. Okay. Taube. Okay. So rum habe ich das jetzt probiert. Was ist denn, wenn ich das jetzt andersrum mache? Ich gebe der jetzt ganz viel Kaffee. Und schon läuft. Diese Katzenversuche hier, ne? Hey, der Kaffee nicht sollte. Kätzchen. So, und die kriegt jetzt Narkotikum. Sie sollte wirklich mal einen. Wie so, und jetzt gebe ich nochmal hier. Ich habe hier diese. Geschenkgutscheine verifiziert. Eingeben. Adresse. Was? So, was passiert jetzt? Jetzt ist gar nicht. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt unterfrankiert. Versand ist fehlgeschlagen. Was? Bitte bestellen Sie erneut. Was? was mache ich denn jetzt? Okay, dann kriegt die nochmal einen Kaffee. Sie könnte wirklich mal ein bisschen. Ich hab. So, jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Okay, einmal gescannt. Fehler, das Paket ist einfach unterfrankiert. Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Ha. Okay. So, ich muss nochmal. Wir schauen uns das nochmal an. Also, irgendwie müssen die Tauben ja abschmieren mit dem Erdmagnetfeld irgendwie, dass die den falschen Weg nehmen. Ich weiß noch nicht genau. Wir haben ja die fette Taube. Also diese Taube hier, die fliegt die ganze Zeit mit dem Paket. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir. Ja, nee, das hat ja nichts gebracht. Hä? Wo ist der Typ hin? Ich hab da doch einen Bug. Jetzt ist er wieder da? Irgendwas ist hier ein bisschen buggy. Ich verstehe das nicht. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine verifiziert. Ein Geschenkgutschein. Was? Achso, das hat man ja schon. Frank. Fehler, das. Achso. Versand, bitte bestellen Sie erneut. Nee, ich denke mal, das war schon richtig, dass die eine hier schlafen muss. Und schon läuft sie wieder mit. Andersrum bringt es ja nichts. Wie entspannt sie auf einmal ist. So, und dann kriegt die hier den Espresso. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projekt. So, jetzt kriegen wir eine fette Taube. Jetzt gehen wir mal nach oben. Und was muss ich jetzt hier machen mit dem Erdmagnetfeld? Hä?
Mir ist hier gerade aufgefallen. Guck mal, die tauschen die Plätze. Ah, was ist denn, wenn ich jetzt die kleine Taube für die fette eintausche? Wie mache ich das denn? Dann müsste ich hier so. Jetzt sitzt die Fette da und da sitzt die. Und jetzt mache ich so. Jetzt sitzt da überhaupt keine Taube. Geht das denn, wenn da überhaupt keine Taube sitzt? Was passiert denn? Das muss ich jetzt mal eben ausprobieren. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt... Was ist denn, wenn wir jetzt überhaupt keine Taube haben? Und, ich gebe dir jetzt hier auch nochmal ein Narkotikum. Sie sollte wirklich... Alle beide schlafen. So, jetzt gehe ich hier nochmal... So war das, das... Jetzt kommt die Einertaube zum Zuge. Die jetzt nicht Adresse. Da ist. Was? Was passiert dann? So. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ja. Ein leichtes... Ja, und jetzt? Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Ja, und jetzt? Jetzt passiert gar nichts. Hä? Okay. Schade, das war's also nicht. Also dann doch so, wie ich es vielleicht gedacht habe. Jetzt sitzt wieder die Fette da. So. Nee, wie mache ich das denn? Hä? Den kann ich auch drehen. So. Ne, ich möchte aber... Ah, so. Jetzt habe ich eine Einer sitzen. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Jetzt gucken wir das mal, was das bringt. Wenn die kleine Taube da sitzt und so ein schweres Paket... Katze? Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr gab. Und noch ein Schlückchen? Hey, Dirk, ich sollte Poi... So. Achso, hier. Ich habe hier diese... Geschenkgutscheine, ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1 geben. Hm, wohin? Ja. Adresse. Was? Mach du mal. Das sieht aus. Frankierung wird gescannt. Jetzt bin ich gespannt. Fehler, Fehler, okay. Das Paket so. Ist doppelt über. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet. Ja. Auf für mach mal. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Aha. Aha! Polsterfolie, kriegen wir da jetzt? Ah, Knickerfolie. Wer liebt sie nicht? Der Postbote. Knick. Was? Kann ich die nicht aufheben? Knick. He, he. Was nochmal? Knick, knicke, die Knick. Oh, yeah. Fehler, Fehler.
Was? Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke die Knick. Oh yeah. Wie du willst. Was? Wieso geht er jetzt automatisch raus? Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Was? Wieso ist der einfach rausgegangen? Geh nochmal rein. Was? Der dreht voll am Rad. Dann können wir ja jetzt hier ran, oder wie? Zeig mal. Oh, Kätzchen. Eine für sofort und eine für unterwegs. Was? Wie eine für sofort? Da können wir nichts machen. Okay, was? Ein Zettel? Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Aha. Was kann ich denn hier machen? Das war wohl falsch. Ja, warte mal, wir haben doch hier einen Code. Kann ich mir den angucken? Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt. Dem Postbot. Ja, was kann ich denn damit machen? Vom Blatt. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel bestimmt nicht. Sonst wäre ich schon längst darauf ge... Ja, bestimmt. Man kann auch durchgucken. Ah. 1323. Was? 360? Ist das so eine lange Kombi? 360 16 116. Warte mal, die Pfeile zeigen die Reihenfolge an. Ah, dann ist das die Position. Die erste ist die 3, die dritte ist die 6, die zweite ist die 4 und die dritte ist die 9. Okay, muss ich mir das merken. 3, 6, 4, 9. Das probiere ich jetzt einfach mal. 3, 6, 4, 9. Haha, Rufus in the house. Und gleich ist er im Safe. Bingo! Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah! Das war ja einfach. Okay, Wippvogel, den finde ich cool. Den kann ich doch bestimmt... Mit dem Wippvogel, ne? Denn wo ich die schon vorhin das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, den müsste ich doch bei dem Bürgermeister auf den Schreibtisch setzen. Oder hier auf das Dingen da, auf diesen komischen, wo der Rufus drauf rumgetippt hat. Dieses, was war das? Ach, wie heißen die Teile nochmal? Ein Morseapparat oder so. War das nicht ein Morseapparat? Was ist das denn? Weder Mikro, muss ich mich denn um alles selber... Ja, ich, warte mal, wir haben doch hier schon das Mikro. Guck mal hin, das Mikro. Fehlt nur noch der Hörer. Ja, der Hörer, komm mal her. Hörer, hier. Hey, hallo. Hm? Ja, was gibt's? Wir machen die Arbeit. Oh, mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem... Gliederfunkspruch. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Okay, die Funkstimme sollte es eigentlich nicht einmal... Wie sieht's denn aus? Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Okay. Wirst du nicht mal müde? Ha! Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuwak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Ich geh... Mach das! Sehe ich genauso. Ich geh mal... Was... Jetzt haben wir ja Kätzchen. Was können wir denn mit den Katzen machen hier? Nein, sie wird ihn an... Was ist eigentlich mit dem Papagei? Damit krieg... Jetzt habe ich immer noch diesen Papagei. Fressen. Damit kriege ich die... Ach, warte mal, der Papagei ist doch hier. Kann ich den eigentlich einen Espresso geben? Hey, du! Aufwachen! Ah, das funktioniert auch nicht. Oder? Geht doch, Schnarchschnabel. Was? Wieso geht das jetzt auf einmal? Habe ich das nicht schon mal versucht? Hatte ich das nicht schon mal versucht? Ich dachte jetzt, wenn es bei den Katzen geht, müsste...
Ach nee, ich hatte dem das Narkotikum. Hatte ich dem das Narkotikum? Das Narkotikum ging nicht. Warte mal. Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Ja, der hat vielleicht noch eine Nase, du Flöte. Okay. Jetzt. Was? Man hört ihn hier draußen? Okay, wir gehen mal eben hier. Fernschreiber. Diese Technik ist voll für die Katz. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Eine Katze auf der Tastatur? Ich hatte jetzt in den Webfuhr bekommen. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Ja, ja, ist ja okay. Katze, Katze. Ich nehme eine Katze. Ist ja gut. Sind genug Anspielungen. Katze auf der Tastatur. Ich wette, Ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein.